So, da ist jetzt die Elster drin. Oh, und das ist jetzt die zweite, die da abgeflogen ist. Ja, Lichtgeschwindigkeit am 5. Juni in der Mittagszeit. Das sind nur wenige Sekunden, wo hier Pika Pika, die lateinisch bezeichnete Elli, als Magpie, englischer Name für Elster, hier mein Bild belustigt. Ich finde es total irre, wie die schwarz-weiße Zeichnung der Elster, wenn sie in gewisser Entfernung steht, die Kontur, also die Silhouette der Elster sich völlig auflöst, einschließlich, dass die Zeichnung des Kopfes so ist, dass in vielen Positionen man nicht sehen kann, ob die mit dem Schnabel nach vorne guckt oder ob sie den Kopf völlig rumgedreht hat und andersrum guckt. Und dadurch, dass sie auch den Kopf überhaupt bewegt, sich sozusagen die Umrissform des Vogels so verändert, dass man ihn gar nicht als Gestalt erkennt. Ja, das ist hier meine Elsteraufnahme. Die ist wahrscheinlich tatsächlich gleich wieder abgeflogen, ohne dass ich das gesehen habe, aber es müsste auf der Aufnahme drauf sein. So, danke für den Aufruf.